mein Name ist Will Debo, ich bin 19 Jahre alt und ich mache Leichtathletik. Ich bin Diskuswerfer. Das gehört zu den technischen Bewerben. Also das ist kein Sprint- oder Laufdisziplin, sondern die technischen Bewerben sind zum Beispiel Weitsprung, Hochsprung, Stab hoch. Und Diskuswurf ist eine der vier Wurfdisziplinen. Und es schaut aus wie ein Frisbee, aber außen ist ein Metall. Und in der Mitte, es kommt darauf an, ob das aus Holz oder aus Plastik. Was für mich am wichtigsten ist, ist die Technik und dass man Gefühl braucht beim Diskuswerfen, dass man ruhig bleibt, dass man Rhythmus braucht, damit es überhaupt funktioniert. Das finde ich das Faszinierende am Diskuswurf. Mein bester Erfolg war auf jeden Fall im September 2018, als ich den österreichischen U18-Rekord von Lukas Weißheiliger verbessert habe auf 61,09. Und ist auch bis jetzt mein größter Erfolg, definitiv. Seit ich kleines Kind war, wollte ich erfolgreich werden. Also ich wollte immer der Beste sein. So. Man braucht auch Ziele, Visionen. Was willst du erreichen in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Am Ende des Tages muss man denken, dass man sein Bestes gegeben hat. Ohne Niederlagen wirst du nicht als Sportler oder als Mensch besser. Es ist nicht nur im Sport, sondern es ist allgemein im Leben so. Mein größter Ziel ist es, bei internationalen Großereignissen teilzunehmen, unter anderem Olympische Spiele, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft.